So, Leute, da sind wir beim nächsten Video. Ich habe Secret Layer Drops Warhammer Age of Sigmar. Hatte ich lange nicht mehr. Und damit meinte ich nicht diesen Secret Layer Drops, sondern generell Secret Layer Drops. Aktuell habe ich sehr, sehr wenig Secret Layer Drops auf meinem Channel. Manche mögen es, manche nicht. Ich muss sagen, ich finde Secret Layer aufmachen immer cool. This is the area of the war. This is the age of Sigmar. At the era of the war. Okay. Und Ciclea X Warhammer Age of Sigmar. Ist eine sehr schöne Box. Ist eine wirklich schöne Box. Age of Sigmar habe ich ja tatsächlich nicht gespielt. Ich war ja mal ein bisschen Killteam spielen und so weiter. Aber ich habe sehr viele Freunde von mir, die Age of Sigmar spielen. Wodurch ich das auch so ein bisschen miterlebt habe, was da so passiert. Dementsprechend gucken wir da mal rein. Hierbei geht es viel um die Artworks. Also die Karten, die da drin sind, sind ja bekannt. Mir geht es darum, dass ich jetzt mir angucke, was das für Artworks sind. So, Müll weg. Gucken wir uns an. Blind Obedience. 2 Mana mit Extort. Artefakte und Kreaturen kommen getappt ins Spiel. Die Gegner kontrolliert. Und das Artwork. Mit Nagash drauf. Nice. Sehr, sehr sweet. Dann haben wir ein Black Talon. 3 Mana 2/2, Erstschlag, Lifelink, Wachsamkeit, Auras und Equipments kosten 1 Mana weniger zum Casten. Das ist eine ziemlich mächtige Karte. Kampesh Paragon. Ja, das ist eine gute Magic-Karte. Und einer von den Golden Boys. Dann haben wir ich muss die es ist so, so cool. Archaon of the Everchosen, 3 Mana 3/2. Immer wenn ein Warrior angreift, kriegen wir einen 1/1 Warrior dabei, tappt und angreifen. Und für 5 Mana tappen wir alle Kreaturen. So, so eine gute Karte. So gut. Und dann noch so hübsch. Also wenn, dann würde ich die hier tatsächlich spielen. Dann haben wir Star Drake. 6 Mana, 5/5 Fliegen mit Dethrone. Und wenn er den ersten Mal in einem Zug angreift und einen Spieler mit dem höchsten Leben angreift, kriegt man extra Combat Phase und wir tappen alle Kreaturen. Der Scourge of the Throne, sehr, sehr gute Karte. Gar nicht mal so günstig. Und ein Loxodon Kriegshammer, beziehungsweise Galmaraz, the Great Shatterer. 3 Mana, +3/+0, Trample Lifelink für 3 Mana Equippen. Auch ein sehr, sehr cooler Hammer von den Golden Boys. Sehr cool. Ja, die sehen wirklich, wirklich cool aus. Muss man einfach sagen. Sie sind wirklich hübsch. Aber spannend ist ja, was wir hier haben. Wir haben hier ein Waste. Ich erinnere mich, hier waren immer Wastes drunter. Dann ist es gar nicht so spannend, was da drunter ist. Und oh mein Gott. Alter. Boah, Wizards. Oh Gott, ihr müsst das ändern. Ganz, ganz dringend. Also ich mach's gerade so vorsichtig auf, wie ich kann, um euch zu zeigen, was das hier für... Das ist doch kaputt. Also das kann mir doch keiner erzählen, dass diese Karte eine gute, komplette, ganze Magic-Karte ist. Was ist das denn? Seht ihr diesen Knick? Alter, die kam so hier raus, weil die hier so da drunter gesteckt hat, die ganze Zeit. Das ist halt einfach, das ist Schrott. Das ist wirklich Schrott. Alter. Boah, ich bin hart angepisst. Denn es ist nicht mal meine Secret Lair. Denn diese Secret Lair wurde mir zur Verfügung gestellt vom lieben Liplab 1. Alias Fabian. Könnt ihr mal unten in die Beschreibung schauen. Der hat wirklich, wirklich einen coolen Card-Market-Store. Da könnt ihr diese Karte vielleicht auch pur kaufen, wenn ihr wollt. Und er hat Instagram, wo er sehr, sehr coolen Stuff macht und auch manchmal Gewinnspiele und so. Und wie cool, könnt ihr mal folgen. Aber, Alter, also das mir kann doch keiner erzählen, dass das hier okay ist. Ich verstehe nicht, warum Menschen sich bei sowas nicht beschweren. Also selbst wenn ich die Karte gerade mache, sehe ich diesen Knick. What the freaking fuck? Sorry. Alter. Ja. Cooles Set. Müll. Ganz einfach.
Ich hoffe, euch hat es trotzdem gefallen. Ihr könnt ja mal gerne einen Daumen nach oben da lassen. Und so, ihr wisst da Bescheid, ihr kennt das ja. Vielen Dank. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Ablexit. Ciao, ciao.